Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Hit TV und Radio XY, wir sind wieder mal auf Weltreise, wir sind unterwegs und wir laden Sie ein, gerne mal mitzukommen. Und jetzt haben wir uns eine Insel ausgesucht. Wenn Sie den Namen hören, werden Sie gleich wieder oh machen, da wollte ich auch hin. Sansibar. Und Sansibar, wirklich, wir haben das jetzt erlebt und wir durften ein bisschen davon schon sehen. Und damit wir aber noch mehr Informationen rüberbringen, habe ich mir gesagt, ich schnapp mir einfach mal den Tourismusdirektor vom Fremdenverkehrsamt in Sansibar, Gerd Winkel. Er steht neben mir. Gerd, du hast uns eine so schöne Insel so lange vorhalten. Normalerweise ist das schon ganz schwer. Aber erzähl uns einfach mal, Sansibar, sollte man einfach dahin oder gibt es da noch was anderes? Das gibt zwar noch was anderes auf der Welt, aber ich denke, das ist schon so ein Geheimtipp noch, wie du das auch vorhin gesagt hast. Und von daher gesehen gibt es nichts Einmaligeres als Sansibar. Und das besteht darin, dass Sansibar nicht nur ein reiner Badeurlaub ist, sondern eben ein Natur- und Erlebnisurlaub und ein Kultururlaub, wo wir gerade sind. Das ist die Stone Town, das ist die Altstadt von Sansibar City und die gehört zum Weltkulturerbe der UNESCO, ist jetzt 2000 Jahre alt. Und von daher gesehen ist das was Einmaliges, jedenfalls südlich der Sahara in Afrika. Es gibt keine ältere erhaltene Stadt und von daher ist das schon nicht nur ein reiner Strandurlaub, wo man sagt, okay, jetzt mache ich eine Safari und dann bin ich noch 3-4 Tage am Strand, sondern man kann hier bis zu 15 bis 20 Sightseeing-Touren machen, Besichtigungen machen und das habt ihr ja auch alles selber schon erlebt jetzt hier in den Tagen, wo ihr hier seid. Und da kann man eine ganze Menge mehr machen, als nur am Strand liegen. Genau, wir haben ein bisschen schon gemacht. Und liebe Zuschauer, ich würde sagen, wir nehmen Sie einfach mit auf eine tolle Reise durch Sansibar, über Sansibar. Entdecken Sie mit uns die Gewürzplantagen, entdecken Sie mit uns wunderschöne Strände, entdecken Sie mit uns auch das Spice Island Hotels, wo Gerd Winkel auch der Besitzer und Eigentümer ist. Wenn Sie Urlaub machen wollen, das werden wir Ihnen auch noch vorstellen. Aber ich würde sagen, packen Sie jetzt einfach die Koffer, wir packen ein. Wir machen nämlich jetzt eine Altstadt Tour und gucken uns diese Altstadt an, die 2000 Jahre alt ist. Also, liebe Zuschauer, es wird noch spannend. Bleiben Sie dran und kommen Sie mit. Wir laden Sie ein und ich würde sagen, wir sehen uns etwas später. Ciao, ciao.